Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Ich laufe wieder heute ein bisschen durch die Gegend. Und was für eine Gegend das ist, das erzähle ich euch nach dem Intro. Pow, pow! Ich bin jetzt gerade hier am Steinhuder Meer. Das Steinhuder Meer kannte ich vorher auch nicht. Das Steinhuder Meer ist aber so, wie ich das sehe, hier ein See. Und wo ist denn das? Ja, ich bin jetzt gerade in Steinhude. Gerade so eine Brücke rüber. Was mache ich hier? Ja, gute Frage. Erzähle ich gleich. Ich laufe noch ein bisschen. Erzähle ich, was ich hier mache in Steinhude. Am Steinhuder Meer. In Steinhude, am Steinhuder Meer, ganz schön windig, bin ich jetzt für 3 Tage, deswegen, weil ich so ein sogenanntes Kreativwochenende hier mache, mit José, der Illustrator. Wir haben gerade ein Crowdfunding am Laufen, erzähle ich gleich mehr dazu, und wir arbeiten ein Comicbuch aus, mit einer Figur, die wir da zum Leben erwecken. Und das ist hier das Wochenende in Steinhude, am Steinhuder Meer. Haben wir uns eingecheckt in so eine Ferienwohnung und arbeiten das Ganze aus. Echt witzig. Cooles Wochenende. Gestern Abend sind wir schon angekommen und haben schon ein bisschen gearbeitet. Was man so Arbeit nennt. Und der Comic wird richtig geil. Crowdfunding erzähle ich gleich. Zum Thema Crowdfunding gibt es eigentlich unheimlich viel zu sagen. Aber da gebe ich mal einen Link raus. In der Beschreibung ist die Crowdfunding-Aktion, die man da mal nach recherchieren kann, wenn man möchte. Und da geht es eigentlich ums Stinkefinger-Einhorn. Blende ich mal ein, die Figur. So, das ist der Stinkefinger-Einhorn. Und darüber bereiten wir gerade ein Comicbuch vor, das über das Crowdfunding finanziert werden soll. Möglichst. Wir hoffen natürlich, dass alles super läuft. Und sind gerade dabei, in unserer Ferienwohnung das Ganze auszuarbeiten. Dazu gebe ich gleich noch ein paar Impressionen. Wenn ich da bin, zeige ich das nochmal. Jetzt bin ich erst einmal ein bisschen am Steinhuder Meer unterwegs. Machen wir mal eine Dreiviertelstunde, Stunde hier pflichtgemäß und dann ist alles gut. Sport muss sein, auch beim Kreativwochenende. Ich bin jetzt schon wieder zurück auf dem Weg zurück nach zur Ferienwohnung. Schön anstrengend, gegen den Wind zu laufen. Sauwindig heute hier am Steinhuder Meer. Und gleich hat noch der José seinen Auftritt. Den schmeiße ich nochmal rein in das Video. Der kann nochmal Hallo sagen. Und dann zeige ich mal, wie das aussieht bei so einer Planung von so einem ollen Comicbuch. Wie wir da so arbeiten. Kommt gleich. Nun bin ich wieder zurück in der Ferienwohnung. Gerade angekommen, mach jetzt mal die Tür auf, so geht's nicht. Gar nicht so einfach, so. Und hier sind wir jetzt in der Stinkefinger-Zentrale. José arbeitet schon. Moin, moin. Hallo, José. Moin. Ja, das ist der Stinkstiefel hier von der Stinkefinger-Zentrale. Die sieht so ein bisschen aus wie bei der CIA. Aber da hinten ist die Planung von dem Comicbuch und der Jose, unser Illustrator, hockt jetzt gerade irgendwie hier vor seinem Rechner und schafft was. Der ist nicht so gesprächig, glaube ich, gerade. Was ist los, José? Wir sind am Schaffen, ja, hochkonzentriert. Hier werden die ganzen Seiten geplant
Und das ist unser Kreativwochenende hier in Steinhude. Also jetzt auf Crowdfunding gehen, läuft noch ein paar Tage und das Buch bestellen sozusagen. Unterstützung brauchen wir. Da hinten sieht man den Stinkefinger ein. Asthma, keine Unterstützung. Ja, ich habe Asthma, genau. Asthma-Spray, da ist Stinkefinger einhorn. Ja, also, cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog.